Gemeinsam mit Ben Dales erklären wir den Nachmittag für eröffnet. Herr Kersti, was genau ist das Benefizturnier? Also das Benefizturnier ist ein Gemeinschaftsprojekt von drei Institutionen, von DSV Gardeland, Blau-Weiß-Wittorf und von dem Sportclub Buddy & Soul. Das wurde vor mehr als 10 Jahren in Leben gerufen, um Menschen, vor allem auch Kinder mit Behinderung, mit Handicap zu unterstützen, damit man im Rahmen eines Turniers Spenden bzw. Gelder sammeln kann, womit man die Familie oder die Kinder finanziell unterstützen kann. Können Sie schon absehen, sagen, wie viele Mannschaften am Start sind, in welchen Sportarten? Wir haben dieses Jahr 2 Sportarten. Im Fußball spielen dann Erwachsenenmannschaften und auch Kindermannschaften. Im Erwachsenenbereich haben wir 10 Mannschaften. Das ist sehr schön. Wir freuen uns sehr. Im Volleyball haben wir insgesamt 8 Mannschaften und bei den Kinderturnier 6 bis 7 Mannschaften dieses Jahr. Maximilian ist jetzt 3,5 Jahre alt und er hatte, als noch ganz klein war, ungefähr 3 Monate alt, eine Gehirnblutung und seitdem ist er schwerstbehindert. Dementsprechend benötigt auch letztendlich auch Ganztagbetreuung, was sehr lange von der Mutter übernommen wurde. Er kann jetzt ab August tatsächlich in die Kita gehen. Dafür wird noch auch eine Pflegekraft gesucht, der oder die ihn auch in der Kita dann betreuen kann den ganzen Tag. Die wichtigste war dann halt auch, dass eine barrierefreie Einrichtung, Wohneinrichtung zur Verfügung steht. Das im Laufe der Vorbereitung zum Glück schon geklappt. Was aber noch ansteht, das Badezimmer muss noch umgebaut werden, damit das wirklich komplett barrierefrei wird. Daniela, was bedeutet es Ihnen, dass dieses Turnier zugunsten von Maximilian ausgetragen wird? Es ist für uns was ganz Besonderes. Das sind Möglichkeiten, die wir so vorher nicht hatten. Und das Turnier wird Maximilian auf jeden Fall ein leichteres Leben zu Hause machen können. Und das bedeutet uns sehr, sehr viel. Können Sie was über Maximilian sagen? Was ist das für ein Kind? Maximilian ist 3,5 Jahre alt. Ein ganz, ganz süßer kleiner Strop, der aber einfach sehr beeinträchtigt ist. Aber er hat total Freude bei uns mit seiner Familie. Er ist glücklich, dass er bei uns zu Hause ist. Sehr emotional, das Kind, auf jeden Fall. Wie werden die Gelder generiert für Maximilian? Die Gelder setzen sich zusammen aus den Startgeldern hier und aus den Spenden, die wir während des Turniers einnehmen, aus Kaffee-Kuchen-Verkauf und allem drumherum hier. Wie wird eigentlich ermittelt, für welche Person, für welchen jungen Menschen diese Gelder generiert werden? Wir suchen uns die Person selber aus, meistens auf Anraten über den Verein Lichtblick. Die werden immer befragt. Das sind die Fachleute auf diesem Gebiet und die befragen wir vorher. Heiko, was bedeutet es Ihnen, dass das Turnier jetzt endlich wieder stattfinden kann? Ganz, ganz, ganz viel. Nach dieser langen, harten Zeit, dass wir nicht spielen konnten, dass wir nichts tun konnten für dieses arme Kind. Weil jedes Jahr haben wir eine tolle Familie, die wir irgendwie begleiten und betreuen können. Uns hat wirklich gefehlt. Das tat uns richtig weh. Sie sind ja der Gründer, kann man sagen. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen? Bei mir im Studio war auch damals eine Familie mit einem behinderten Kind. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen, dass man da helfen kann, weil die hatten auch irgendwie gar keine Zuschüsse gekriegt von den Ämtern. Und so sind wir auf die Idee gekommen, weißt du was, das können wir doch mit dem Studio bestimmt ganz gut hinkriegen, eine kleine Veranstaltung zu machen. Und daraus wurde dann was ganz Großes mit Sportverein. Also ich finde das einfach nur toll, wie ich sehe hier, wie viele Leute hier kommen, dass sie alle mitmachen, so selbstverständlich. Und wenn das so weitergeht in der heutigen Zeit, das wäre richtig toll.